Zeigt, wer wir sind, warum wir in die Liga aufgestiegen sind. Zeigt, was ihr drauf habt, Mädels. Legt los, viel Spaß. Auf geht's. Die Frauen von RB Leipzig. 7 Jahre nach der Gründung. Angekommen in der ersten Liga. Fudala. Und wie sie das macht, ist überragend. Mein Name ist Nina Recke, ich spiele bei RB Leipzig in der Verteidigung und bin 22 Jahre alt. Ich habe schon 55 Bundesligaspiele für die SGS Essen absolviert. Ich freue mich auf das Abenteuer Bundesliga. Mein Name ist Vanessa Fudala, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr 20 Tore geschossen und wurde somit Torschützenkönigin der zweiten Bundesliga. Ich freue mich auf die neue Saison mit RB Leipzig. Mein Name ist Sandra Starke, ich bin 30 Jahre alt, spiele offensives Mittelfeld, habe über 170 Bundesligaspiele, 6 Länderspiele. Ich freue mich auf die Saison mit RB Leipzig. Ich glaube, das war ja irgendwann mal so ein Hype bei vielen. Keine Ahnung, ich fand es immer ganz cool. Ich finde, auf dem Wasser zu sein, das entspannt mich auch irgendwie ein bisschen. Und von daher habe ich mir das dann irgendwann gewünscht zum Geburtstag. Habe es dann bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier ganz krasse Supperin so, sondern das ist eher so ein bisschen sich bewegen, draußen zu sein, entspannen. Das ist immer die schlimmste Arbeit. Das ist immer das, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier aufpumpt. Ich glaube, deswegen ist es auch oft so, dass man das dann vielleicht doch nicht macht. Jetzt. Mein Charakter. Ja, also ich glaube, ich bin sehr lebensfroh, ehrlich, relativ direkt, ehrgeizig, ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, und ich bin, glaube ich, auch so für jeden Spaß zu haben. In Wolfsburg im ersten Jahr deutscher Meister geworden, Pokalsieger, in jedem Wettbewerb mitgemacht. Und dann ist halt immer die Frage, was will man danach? Leipzig, also ich finde das Projekt, was hier aufgebaut wird, sehr, sehr schön und interessant. Und das war für mich so ein bisschen diese Herausforderung, in eine Mannschaft zu gehen, gerade Aufstieg, junge Mädels, für mich persönlich eine andere Rolle. Ich würde es auch so unterstreichen, dass ich schon hier eine gewisse Führungsrolle habe, was mir auch dessen bewusst war. Ja, für mich natürlich auch neu ist dann in dem Moment. Ja, ich hoffe, dass ich einfach der Mannschaft so ein bisschen die Erfahrung, die ich habe, irgendwie mitgeben kann, die quasi so ein bisschen einfach da an die Hand nehmen kann und vorangehen kann. Ja. RB Leipzig vor dem ersten Bundesliga-Jahr. 7 Wochen Vorbereitung, 8 Neuzugänge. Ein neues Team ist dabei, sich zu finden. Runter! Hast du jetzt Angst? Ich bin seit einer halben Stunde schon drin. Was willst du von mir? Kommt die mir so schräg? Wir sind RB Leipzig. Wenn wir den Ball verlieren, dann greifen wir an, dann attackieren wir, um uns den Ball wieder zurückzuholen. Da müssen wir reinkommen. Immer einen Schritt vor, statt einen Schritt zurück. Der Kampf um die Stammplätze hat begonnen. Auch für Sandra, Vanessa und Nina. Komm links, weg, links! Ja! Umdrehen, umdrehen! Raus, raus! Komm links, weg, links, links, links! Ja, gut! Schieb rauf, rauf, rauf! Richtig, richtig, schieb durch, Fine!
schon, oder? Du kamst zum... Nein, ich habe so Wir hatten gerade unser Abschlusstraining und bestreiten morgen unser erstes Ligaspiel gegen den 1. FC Köln. Ich freue mich schon mega. Ich glaube, das kann richtig cool werden. In Köln, das ist auch echt immer tolle Kulisse, richtig gute Stimmung. Das wird ein guter Fight. Wir haben alle richtig Bock. Ich bin da relativ optimistisch, dass wir gegen Köln da auf jeden Fall Punkte mitnehmen können. Ich hoffe natürlich, dass ich in der Startelf stehen werde, um dem Team bestmöglich auf dem Platz helfen zu können. Ja, es ist natürlich bei jeder Spielerin ein Wunsch, in der Startelf zu stehen. Klar, man will spielen, deswegen spielt man auch Fußball. Ja, ich fühle mich richtig gut, ich habe gut trainiert und hoffe, der Trainer gibt mir deswegen viele Minuten. Aber letztendlich liegt das in seiner Hand und ich werde jede Aufgabe, die er für mich bereithält, annehmen und das Bestmögliche rausholen. Ich freue mich sehr, bin genauso optimistisch wie mein Fulli. Von daher kann ich schief gehen. Wie das immer so ist, wenn man den ersten Schritt macht, weiß man nie ganz genau, was auf einen zukommt. Das Einzige, was wir tun können und was wir getan haben, ist, uns so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Wir werden weniger Raum und Zeit haben, um Aktionen auszuführen. Heißt konkret, wir müssen bessere Aktionen an den Tag legen, wir müssen mehr Aktionen an den Tag legen und das müssen wir auch aufrechterhalten über 90 Minuten, die Qualität und die Quantität. Das ist die Basis unseres Spiels. Der Gegner hat den Ball, wir wollen die Räume zumachen, wir wollen das Zentrum zumachen, wir wollen kompakt stehen und dann auf Ballgewinn gehen. Wir sind 11 Spielerinnen, die ein Team bilden, weil wir als Schwarm agieren und so müssen wir auch auftreten. Im Tor mit Elvira, rechts hinten Fredde, Recke, Vicky, Polly, Sechser mit Landi und Babsi, Zehnerposition Jenny und Sunny, vorne in der Spitze mit Vanessa und mit Lydia. Das erste Kapitel können wir heute direkt legen. Geil. Einfach genießen, den Moment mitnehmen und auf den Platz das bringen, was wir uns erarbeitet haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich ein sehr entspannter Typ und bin eigentlich ziemlich entspannt vor Spielen und gehe da auch ganz locker rein. Aber ich muss sagen, heute war ich auch ein bisschen nervös und war auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, so ein erstes Ligaspiel, das macht was mit jedem. Da kann man, glaube ich, so viele haben schon gemacht haben, wie man möchte. Es war halt sehr warm, das hat man direkt gemerkt und es war deswegen ein bisschen direkt anstrengend. Aber an sich war das Gefühl schon sehr gut vor dem Spiel. Man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft angespannt ist, dass es was Besonderes ist, dass jetzt erste Bundesliga ansteht. Ich habe irgendwie so ein bisschen versucht, so den Spaß so ein bisschen reinzubringen. Das war eigentlich ein gutes Gefühl, so diese kleine Anspannung, ein bisschen Vorfreude. Das war alles richtig cool, ja. Jetzt geht die Reise los. Mit dem ersten Schritt bedeutet, wir werden Erfahrungen sammeln, wir werden Fehler machen. Ist alles okay, überhaupt gar kein Problem. Genießt es und zeigt, was ihr drauf habt. Und zeigt, wer wir sind, warum wir in die Liga aufgestiegen sind. Zeigt, was ihr drauf habt, Mädels. Haut rein und legt los. Viel Spaß. Auf geht's. Und dann kann es losgehen. Für die Leipzigerinnen wird es jetzt historisch. Es ist das erste Bundesligaspiel überhaupt für die RBV. Und Köln kommt über die linke Seite. Das ist Beck. Die Flanke sieht gut aus. Marleen Schimmer. 1-0 Köln. Fehlstart für RB. Natürlich denkt man sich, nicht der Start, den man sich erwünscht hat. Und dann direkt so früh, man ist neu in der ersten Liga und dann liegt man direkt hinten. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ecke RB. Da ist Sandra Starke. Und da ist es passiert. Das erste Bundesliga-Tor für RB überhaupt. Und Sandra Starke hat es erzielt.
Ehrlich gesagt war ich zum ersten Mal dann auf der Position bei den Standards. Aber der Ball kam super von Jenny und irgendwie habe ich gemerkt, da geht keiner hin. Hat der Mannschaft dann hoffentlich auch einen Schwung irgendwie dann mitgegeben. Für mich war es dann immer so ein bisschen, wie werde ich diese Rolle auch ausüben, weil ich nicht unbedingt dieser Typ bin, der dann auf dem Platz laut ist und schreit. Wusste nicht so wirklich so die Rolle, okay, wie viel brauchen sie jetzt vielleicht von mir, wie muss ich jetzt in das Spiel reinstarten, muss ich mich verändern oder nicht. Das waren dann schon so Gedanken, die für mich auch neu waren. Herr Mint, ja, wir sind angekommen in der Bundesliga und das spielen wir auch. Ja, herzlich willkommen in der Bundesliga. Egal ob mit Raute oder 4-2-3-1 oder wie wir das gemacht haben, wenn wir das nicht kompakt machen und wenn wir das nicht mit Intensität machen, dann können wir anlaufen, wie wir wollen. Und ich weiß, dass ihr das nicht mit Absicht macht, aber gebt euch da nochmal mehr Push. Ja? Deswegen, wir wollen jetzt auf 20 Meter pressen. Alles okay, 45 Minuten haben wir gebraucht, aber jetzt sind wir da. Mit Wiederanpfiff müssen wir da sein. Und wir werden dann auch ja, relativ zügig auch Einfluss auf das Spiel nehmen von außen. Wir müssen jetzt nochmal Step up, nochmal einen Schritt hoch. Einen Schritt hoch. Auf den Kopf. Standardsituation unübersichtlich. Sharon Beck macht das Tor. Keine Chance für Torhüterin Elvira Herzog. Ja, war halt Ecke und dann sind, glaube ich, zwei von uns zusammengeprasselt und dann ist der da so vor die Füße einfach von der Gegnerin gefallen und ich habe noch versucht, irgendwie davor zu rennen, aber das war auch nicht, das hat es nicht rausgeholt, leider. Auswechslung ist in Ordnung, ist normal, macht man so. Also ich konnte es auch nachvollziehen, dass der Trainer das dann gemacht hat, aber ja, es gibt mir natürlich nicht das beste Gefühl. War jetzt auch nicht mein bestes Spiel heute und ich hatte da auch nicht so den guten Zugriff halt auf die Spielerin und ich kann es schon nachvollziehen auf jeden Fall. Ja, wir werden das alles noch analysieren, was wir besser machen müssen, aber natürlich merkt man einfach, dass das Tempo viel schneller ist, dass man eben nicht so Zeit hat, wenn man den Ball bekommt. Ich glaube, viele Mädels haben es jetzt einfach gemerkt, das Tempo ist anders in der ersten Bundesliga. Ich meine, da müssen wir reinfinden und ich glaube, man ist mal super ungeduldig, vor allem ich auch, aber im Endeffekt, wir sind Aufsteiger. Wir haben jetzt hier auch keine Packung bekommen, wir mussten jetzt auch erstmal schnuppern, werden sehr gut aufarbeiten. Also meine ersten Erinnerungen auf dem Bauernhof, das war schon, als ich ganz klein war und dann war ich da immer mit meinen Brüdern, hab da gespielt mit den Kälbern. Ja, mit Tieren groß zu werden, ist, glaube ich, schon schön so als Kind. Ja, ich habe es halt einfach geliebt, weil man sich halt sehr gut frei bewegen kann. Es war für mich ganz normal, die Eier halt so zu holen von den Hühnern so, dass wir die eigenen Eier haben. Und dann so, ich erinnere mich noch, als ich irgendwie das erste Mal gekaufte Milch getrunken habe. Das war auch irgendwie ganz verrückt. Also da haben wir halt immer die Milch von unseren Kühen getrunken, so die frische Milch. Oh. Wollt ihr noch mal hier? Kommt mal! Wenn man dann in der großen Stadt wohnt und dann hierher kommt, ist es ja wirklich ein Kontrastprogramm. Also es ist, man kann hier richtig gut runterkommen. Auch mal dann so, ja, allgemein so die Geräuschkulisse an sich schon, das ist was ganz anderes und die Luft. Und ja, aber größtenteils ist es halt toll, bei der Familie zu sein. Wir müssen gleich noch das Tor aufbauen. Na, das zweite Tor, sonst können wir noch nicht gegeneinander spielen. Also ich glaube schon den Spaß so, dass ich auch den so gefunden habe mit meinen Brüdern dann Fußball spielen und wir waren jeden Tag im Garten und haben einfach gekickt. Ich sehe dann immer den Kleinen, wie der so hinterher rennt und dann denke ich mir so, das war wahrscheinlich ich, wie ich dann immer hinter den Großen hinterher gerannt bin und da versucht habe, irgendwas zu machen. Ich war, glaube ich, so ziemlich jung, 12 oder 13, als ich aufs Internat gegangen bin. Ich hatte halt immer das Gefühl, ich kann sofort nach Hause, wenn ich möchte. Also wenn irgendwas ist, wären meine Eltern immer sofort da gewesen. Und deswegen hatte ich eigentlich sowas wie Heimweh nie.
Ja, jetzt als Profi hat sich, glaube ich, die Intention immer noch nicht geändert. Also ich mache das immer noch, weil ich viel Spaß dran habe und Spaß haben will. Aber es sind natürlich, also es kommen irgendwie, es wird professioneller und dadurch kommen vielleicht auch Aufgaben dazu, die man dann mit viel Ernsthaftigkeit machen muss und auch mal Sachen, die nicht so schön sind, die einen unglücklich machen können. Es ist nicht mehr nur Fußball, sondern es ist halt viel größer und dadurch hat es halt auch mehr Macht über einen, dass es mal negative Auswirkungen haben kann oder dann macht einen so auf der Bank sitzen auch, das ist auch so eine Sache, die macht natürlich auch keiner gerne. Aber an sich ist, glaube ich, immer noch dieses kleine Mädchen, was einfach nur kicken will, das ist trotzdem immer noch dabei. Nein! Gehalten! Ganz genau. Egal wie viel ich weg bin, ich kann immer zurückkommen und es ist wie immer und keiner ist mehr böse. Aber ich weiß natürlich auch, dass meine Eltern froh sind, wenn ich viel da bin oder wenn ich überhaupt da bin und so. Und deswegen ist es halt auch schöner, wenn ich in Leipzig spiele und dann viel auch nach Hause kommen kann. Hallo, hallo. Was geht? Ja, da hat die Großmutter 100.000 Liter gebracht, da hat die Mutter 100.000 Liter gebracht. Und bei der Mutter, da warst du sogar bei der Geburt mit dabei. War ich also, echt? Ja, ja. Könntest ja mal wieder bei den Eltern auf dem Hof ein bisschen helfen. Ja. Nicht bloß immer Fußball spielen und studieren. Also, wir könnten dich ja schon gebrauchen. Spaß beiseite. Also ich studiere ja Energie- und Wassermanagement. Hat mit Natur zu tun und mit Nachhaltigkeit. Und das ist so ein für mich sehr interessantes Thema. Und ja, mal schauen, wo es mich dahin verschlägt. Aber ich glaube, da ist halt viel Potenzial, wo man irgendwas machen kann, was mich interessiert. Kira Spitzner auf Vanessa Fudala. Fudala. Und wie sie das macht, ist überragend. Jetzt kommt die Ecke hinein in den Strafraum. Das ist Friederike Kempe. Das Spiel ist gedreht. Fudala. Fudala. Vanessa Fudala. Und das könnte die Vorentscheidung sein. Und das war's. Leipzig gewinnt mit 3:2 nach Rückstand. Das ist der erste Bundesligasieg überhaupt für die RB-Frauen. Wir hatten gerade unser erstes Heimspiel gegen die SGS Essen und haben 3:2 gewonnen. Ich bin super stolz auf diese Mannschaftsleistung. Wir haben alles reingehauen und sind super glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Der erste Sieg mit RB Leipzig fühlt sich einfach überragend an. Unser Woman of the Match, Vanessa Fudala. Und wir freuen uns alle, dass wir gewonnen haben. Vor allem Lydia. Sieg! Und Barbara. Als ich das erste Mal gehört habe, dass wir in der großen Arena gegen Wolfsburg spielen dürfen, ja, war natürlich eine riesen Vorfreude. Wenn man weiß, wer da jedes zweite Wochenende spielt und wer da teilweise in der Champions League spielt auf diesem Rasen und wenn man dann hier dann selber spielen darf, ist das natürlich ein super schönes Gefühl. Ja. Wir haben schon ein paar wenige Momente hier im Stadion mitnehmen dürfen. Die Meisterschale vor den Fans zu präsentieren, war auch ein richtig schönes Gefühl. Die Torjägerkanone durfte ich ja auch holen, ja, war auch sehr, sehr schön. Das war auch ein sehr cooles Erlebnis, ja. Wenn man weiß, dass 47.000 Menschen da nur auf mich schauen und dann für mich applaudieren und man da einlaufen darf, ja, das ist ein super schönes Gefühl und hat mich auch sehr, sehr stolz gemacht, ja. Hast du dir ein Ziel gesetzt an Toren für diese Saison? Ich habe mir gar kein Ziel gesetzt, weil ich gesagt habe, ich schau offen, was da auf mich zukommt. Ich will erstmal der Mannschaft helfen, hoffe, dass ich so oft wie möglich in der Startelf stehen darf und dann eben mit meiner Leistung und dann am besten auch mit Scorerpunkten meiner Mannschaft helfen kann. Aber wie das dann genau ausschaut, da lasse ich mich komplett offen überraschen. Ja, wenn man hier einmal in die Kabine reinkommt, ist natürlich was ganz anderes. Wir haben tatsächlich nicht so viel Kontakt zu den Männern. Wir haben ab und zu irgendwelche Drehs oder irgendwelche Shootings, wo die Männer dabei sind, wo man sich vielleicht mal kurz unterhält.
Ja, der Unterschied ist natürlich noch groß. Man muss natürlich sagen, der Männerfußball ist halt einfach noch beliebter. Da wird mit ganz anderen Zahlen einfach gespielt, auch was jetzt so Fernsehgelder oder auch so Stadionbesuche. Da sind einfach mehr Zuschauer, die da kommen. Deswegen ist klar, dass da noch eine Spanne ist. Aber natürlich hoffen wir, dass der Frauenfußball eben immer beliebter wird, dass dann eben auch die Zahlen anders werden und es da vielleicht nicht mehr so eine große Spanne entsteht. Das war auch ein sehr, sehr cooles Gefühl. Ich meine, wir sind, teilweise komme ich zu den Heimspielen mit dem Fahrrad oder so. Deswegen ist es natürlich mal was ganz anderes, wenn man da mit dem Bus einfährt. Sehr, sehr cool. Für mich das Highlight war bei unserer Busfahrt, dass die Polizei einfach mit Blaulicht über die rote Ampel gefahren und wir durften hinterher. Das war toll. Ja, das war ein sehr, sehr besonderes Gefühl, als man da rausgelaufen ist, sich den Platz angeschaut hat und dann gesehen hat, man spielt wirklich in diesem großen Stadion. Und da war es noch leer und dann zu wissen, dass da später dann eben viele Zuschauer kommen und einen anfeuern werden. Sandra trifft auf ihren Ex-Club. Ich habe immer in Wolfsburg eine gute Zeit gehabt. Ich habe mich mit allen gut verstanden. Ich bin in Frieden gegangen. Von daher war das sehr, sehr herzlich, das Wiedersehen. Und man hat sich auch gefreut, alle mal wieder zu sehen. Nina steht nicht in der Startelf, schon zum dritten Mal. Jeder will in der Startelf stehen und das ist letztendlich das, wofür man es, glaube ich, macht. Und da muss ich halt auch sagen, meine Konkurrenz macht es gerade gut. Wir stehen hinten sehr gut und da ist dann gerade vielleicht einfach nicht für mich der Platz in der Startelf, aber ich bleib dran. Belohnt euch für den Aufwand, für die Arbeit, die ihr macht und wirklich genießt das, spielt frei und alles raus. Auf geht's. Natürlich geht man erstmal ins Spiel und weiß, da spielen die Besten Europas, das ist einer der besten Vereine Europas. Und natürlich hat man auch ein bisschen Respekt, aber wir wussten, wir haben nichts zu verlieren. Deswegen haben wir gewusst, wir hauen uns einfach komplett rein, wir schauen, was möglich ist. Vanessa Fudala versucht es in der Anfangsphase einfach mal. Mutiger Beginn. Wir waren heute echt 90 Minuten voll im Spiel und das ist schön. Man sieht die Entwicklung bei uns, darauf kann man aufbauen. Wolfsburg vorne, das ist Jule Brandt, Herzog ist da, Pajo aber auch. 1:0 für die Wölfinnen. Musste nicht sein, aber wir wussten um deren Stärke und dass sie da die Konter einfach super gut ausspielen können. Und das haben sie dann auch gezeigt. Ärgerlich, wenn man dann mit einem Rückstand in die Pause geht, vor allem weil es dann eben so kurz vor der Halbzeit dann auch war. Wie fühlt ihr euch auf dem Platz? Alles gut, bin ich gut. Wir haben Zugriff. Alles gut. Mädels, wir sind da, wir haben Zugriff. Ja, jetzt unabhängig mal vom Spielstand, ja, was auch sehr glücklich passiert ist. Wir sind gut im Spiel. Was auffällt, Mädels, wenn wir Standardsituationen haben oder Ballverluste in der gegnerischen Hälfte? Also entweder wir gehen drauf oder wir lassen uns fallen, aber nicht beides gleichzeitig. Die eine Hälfte drauf und die andere Hälfte fällt, weil dann spielen sie das aus. Wir geben uns hier nicht geschlagen. Ja, gibt gar keinen Grund dafür. Macht ein tolles Spiel. Ja, und schauen wir, dass wir uns dafür belohnen. Okay? Auf geht's. Hip mit der Möglichkeit. Der Ball ist noch heiß. Schaller, toll pariert von Schmitz. Ja, ich stand neben Marlene und ich habe auch nur so, Marlene, dreh dich um. Und Marlene war noch so am Reklamieren. Wenn man da ein bisschen Glück hat, dann hat man mit Glück das 1:1 und dann schaut das nochmal ganz anders aus. Ja. Fudala macht Druck auf Hegering. Ja, und da wird ein Handspiel reklamiert. Die Zeitlupe zeigt, da kann man durchaus gehen. Sandra Starke kommt im Strafraum zu Fall, will den Elfmeter haben, bekommt ihn aber nicht.
Starke liegt noch, da läuft der Konter auf der anderen Seite. Endemann, 0:2, die Entscheidung. Das sind halt so spielentscheidende Momente, wo sie halt nicht für uns pfeift. Im Gegenzug kriegen wir 2:0, da hätten wir es vielleicht 1:1 machen können. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch mit einem Punkt runtergegangen wären. Ja, ich freue mich halt, dass so viele Leute uns anfeuern und für uns da sind. Und die haben ja auch wirklich das ganze Spiel durchgesungen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das ist, also ich kenne es halt auch anders. Ich habe noch vor 5 Jahren vor 50 Leuten gespielt und hat keine Sau interessiert. Und da bin ich über jede einzelne Person, die hier kommt und uns zuschaut, einfach sehr happy. Ich glaube, jetzt nach Spieltag 4 können wir sagen, wir sind angekommen in der ersten Liga, wir harmonieren als Team auch sehr, sehr gut und wir sind auch auf das Tempo eingestellt, was in der ersten Liga eben auf uns zukommt. Und genau, deswegen können wir jeden Gegner ärgern, egal ob jetzt der VfL Wolfsburg ist. Nächstes Mal können wir dann auch Punkte holen. Die Frauen von RB Leipzig. Das Abenteuer Bundesliga hat begonnen. Fortsetzung folgt.